Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoguide zur WoW Legion. In diesem Video möchte ich euch mal die Pre-Quest-Reihe rund um Karazhan vorstellen und was ihr alles erledigen müsst, um dann letztendlich die Instanz betreten zu können. Dies ist nur auf dem Schwierigkeitsgrad mystisch zu absolvieren und der gute Erzmagier Khadga schickt uns deshalb vorher auf eine kleine Reise durch insgesamt 4 Instanzen, die wir auch alle auf dem Schwierigkeitsgrad mystisch erledigen müssen. Als allererstes geht es in die Hallen der Tapferkeit. Dort sollt ihr den Gottkönig Skolvard besiegen, um von ihm ein Teufelsfragment zu erbeuten. Dieses bringt ihr dann zurück zu Khadga und er erhaltet dann die Quest Befehle aufdecken. Dort sollt ihr insgesamt 3 Fragmente sammeln, in den mystischen Instanzen die violette Festung, die Rabenwehr und dem Verlies. Das habe ich jetzt soweit alles schon erledigt und ich bin jetzt bei Khadga wieder angelangt und dieser hält jetzt für mich eine weitere Quest bereit, Aura der Ungewissheit. Dort müsst ihr kurz mit ihm plaudern und dann könnt ihr diese auch direkt wieder bei ihm abgeben. Wie soll das anders da sein? Er schickt uns nun Rückkehr nach Karazhan, zurück nach Karazhan und dort sehen wir uns dann auch gleich wieder. So, nachdem ihr vor Karazhan angekommen seid, erhaltet ihr 3 neue Quests. Einmal durchdringende Verderbnis. Hier habt ihr so eine Arkan gefüllte Filione, mit der sollt ihr Wasser und Boden aufsammeln bzw. diese Essenzen. Dann einmal die Stellung halten, die östliche und westliche Leylinien sichern und ihr sollt natürlich wieder ein paar Mobs töten und Legionsportale schließen. Grundsätzlich, wie ihr hier oben auf der Minimap seht, findet das Ganze in den Kellern statt. Einen Eingang zum Beispiel findet ihr bei 4778, die nächsten bei Koordinate 4878. Ich werde euch die alle unten mit in die Beschreibung packen. Einfach runter in die Keller gehen, hier entsprechend die Mobs killen und dann die Leylinien aktivieren bzw. deaktivieren. Hier haben wir schon den Teufelskondensator an der östlichen Leylinie. Einfach anklicken und damit ist das Ganze auch schon erledigt. Die Quest stellen, denke ich mal, die wenigsten Spieler hier vor große Herausforderungen. Hier stehen auch dann überall die Mobs rum und so könnt ihr dann diese eigentlich relativ, oder nein, ihr erledigt diese dann relativ zügig. Auch die Portale befinden sich hier unten im Keller. Auch diese braucht ihr einfach nur anzuklicken. So, nach Erhalt der nächsten beiden Quests, Rückeroberung der Stellung und die Verhörprobe, werden wir diese jetzt auch erledigen. Dazu den nördlichen, südlichen und östlichen Zauberschutz rund um die Türme aktivieren. Dazu nutzt ihr euer Flugmount und begebt euch einfach nach oben hier auf diese Terrasse. Dort müsst ihr einige Mobs aus dem Weg schaffen, um dann hier auf diesen blauen Insignien auf dem Boden dann diesen Zauberschutz zu aktivieren. So, das ist dann auch eigentlich schon alles. Ich werde das jetzt mal erledigen und melde mich dann gleich wieder. So, nachdem ich die 3 Zauberschutz-Positionen abgeflogen bin und diese aktiviert habe, bin ich nun bei der Verhörprobe. Diese befindet sich auch hier oben auf dem Dach bei Koordinate 4869. Dort findet ihr einen gefangenen Würmzunge. Diesen braucht ihr eigentlich nur anzuklicken. Dann werden wir ihn mal hier ein wenig befragen. Jetzt haben wir die Auswahlmöglichkeiten. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich habe keine Verwendung für euch, Dämonen. Naja, wir haben mal keine Zeit für Spielchen. Nächste. Und damit ist das auch schon abgeschlossen.
zurück auf unser Flugmount und die beiden Quests abgeben und mal schauen, was der gute Erzmagier als nächstes für uns bereithält. So, wir haben nun von Khadgar die Quest Die Macht der Verderbnis erhalten. Wir sollen uns einmal Zugang zur Kammer, den Zugang zur Kammer erhalten und Tazul und Eluxa Dunkelzorn töten. Dazu habt ihr eine Verkleidung, die habe ich hier auch schon angelegt. Ihr begebt euch zu Koordinate 48, 78 in den Keller des Meisters. Dort folgt ihr einfach dem Tunnel bis zu einem Portal, das ihr dort anklicken müsst. Das werden wir jetzt auch mal erledigen, beziehungsweise ich habe es schon erledigt und somit erhaltet ihr dann Zugang zur Kammer und dann werden wir mal schauen, was die beiden Kollegen für uns bereithalten. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich, hier ist das Portal, das müsst ihr anklicken, dann öffnet sich hier diese Kammer und ihr könnt dort dann hinein. So, da ist auch schon der, da war er, war man ein bisschen zu spät. Die können wir hier ansprechen, was können die für uns tun? Nichts. Da ist die gute Dunkelzorn. Auch diese können wir ansprechen. Wir verwandeln uns zurück. Und 12 Millionen live. Das werden wir jetzt hier mal kurz erledigen. Gut, die Dame stellt jetzt hier nicht ein größeres Problem dar. Gut, da ist auch der gute Tazul. Jetzt sind uns hier alle irgendwie nicht mehr ganz so wohlgesonnen. Oh oh. Der haut aber doch dann schon ganz schön rein. Vielleicht sollte man da mal ausweichen. So, nachdem wir die beiden erledigt haben, können wir die Quest auch wieder abgeben und dann sehen wir uns gleich bei Khadgar wieder. So, wir sind bei Khadgar angekommen, beenden diese Quest und erhalten zwei neue. Einmal Augen des Betrachters und einmal Fragment der Vergangenheit. Wir sollen Fragmente aus dem Gästezimmer, Bankett und so weiter sammeln. Das machen wir letztendlich in der Instanz. Und im Auge des Betrachters, ich befürchte, wir haben nicht viel Zeit, Melodie. Wir müssen den Turm hinaufsteigen, um die Monstrosität zu vernichten, bevor es zu spät ist. Ja, wir sollen den Witzadum, den Beobachter, besiegen. Und das Ganze machen wir natürlich auch innerhalb des Dungeons. Und somit habt ihr nun Zutritt zur Karasan. Ich wünsche euch viel Spaß und natürlich auch Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.